sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Handwerker, liebe Bauarbeiter, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Meer rein. Es ist also wirklich ein echter Test, wie wird es sein, wenn hier einmal 3 oder sogar 4.000 Gäste gleichzeitig in dieser Halle sind. Was für ein Tag in der Geschichte des 238-jährigen Familienunternehmens. Wir haben ja schon in den vergangenen Jahrzehnten viel Großes auf die Beine gestellt. Aber das ist doch ein echt großer Schritt für ein Familienunternehmen, was zum einen dieses Risiko übernimmt, an der Stelle die Destination Europapark, um eine weitere Attraktion zu verstärken. Nach altem Handwerksbrauch und guter Handwerkssitt halte ich hier den Richtspruch hier von dieser Baulist mit. Der Ehre mir wohl bewusst, euch alle zu begrüßen, die dies Fest versammelt, hier zu meinen Füßen. Drum will ich jetzt den Segen geben, ein Dreifach hoch der neuen Wasserwelt. Hoch, hoch, hoch! Wir haben mit dieser Investition eigentlich eine Investition für die Zukunft gemacht. Nicht nur, dass wir 550 neue Arbeitsplätze an diesem Standort generieren, was hinreichend schwierig ist, und weitere Investitionsvorhaben wie Mitarbeiterwohnungen, Unterkünfte und vieles mehr an Logistik von uns erfordert, ist sicherlich die Zukunftschance für das Familienunternehmen Mack. Wir werden eine nordische Thematisierung haben. Sie alle kennen aus den Medien ja die Skizzen, Zeichnungen, die emotionalen Bilder, die bereits auf dem Markt sind. Und ich kann Ihnen versprechen, einen solchen Wasserpark, wie wir ihn hier bauen, und ich kenne Parks, Wasserparks in der ganzen Welt, gibt es in dieser Kombination, in dieser Form nicht. Und ich weiß, dass man nur auf die Eröffnung dieser Einrichtung wartet in unserer Branche, um vielleicht dieses Konzept nach China, nach USA, nach Australien, nach Südamerika zu transportieren. Es ist im Übrigen nicht nur ein großes Bauvorhaben für unser Familienunternehmen. Ich glaube, es ist die größte private Baustelle in Baden-Württemberg, wenn nicht sogar in Deutschland. Und das Ganze stemmen wir ohne staatliche Subventionen. Das möchte ich an der Stelle auch einmal sagen. Mein Vater hat immer gesagt, ein Schnitzel genügt, mehr als ein Schnitzel kann man eh nicht essen. Es geht uns hier um eine Vision, es geht uns hier um eine Fortsetzung einer erfolgreichen Unternehmung. Und wir stehen im internationalen Wettbewerb. Ich kann Ihnen das sagen, Sie alle fliegen auch in der Welt herum, sehen, was passiert. Und die Leute kommen ja nicht mit Krankenschein zu uns, sondern sie kommen freiwillig, sie kommen, weil sie interessiert sind. Und sie kommen nur, weil wir innovativ sind, weil wir immer wieder mit der Zeit gehen und mit unseren Attraktionen letztlich an der Spitze der Parks weltweit sind. Das kommt nicht von alleine. Das kommt wirklich nicht von alleine. Das hat mit Schweiß und Arbeit zu tun. Das hat mit Risikobereitschaft zu tun. Das hat aber auch mit Qualität und mit persönlichem Einsatz zu tun. Und ich weiß, von was ich spreche. Ich bin immerhin schon von Anfang an dabei. 450.000 Quadratmeter, die wir hier belegen an dieser Stelle, ist Größe von 63 Fußballfeldern. Also es ist das größte Projekt nicht nur in der Firmengeschichte, sondern weit über die Grenzen von diesem Standort hinaus.